Oh, she's a Freddy. Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und willkommen zu Vannes Beauty Lounge. Und heute kommt endlich das Video, auf das ihr alle gewartet habt. Denn die Spangen brauche ich nicht mehr. Meine Zähne sind gerade. Wow! Das ist doch schön, hör mal. Ich bin so glücklich, dass ich mich damals dazu entschieden habe, mit Sunshine Smile zusammen meine Zähne gerade zu machen. Ich muss unbedingt das letzte Video auch nochmal anschauen, um keine Punkte zu vergessen. Ich habe ja so viele Produkte ausprobiert und auch über die letzten Monate so oft benutzt und ich muss wirklich umfassend jetzt alles zu einem Fazit bringen. Beauty, wenn du dein eigenes Video suchen musst. There she is. Oh mein Gott! Seitdem Haare auf meinem Kanal jetzt auch so ein Thema geworden sind. Ja, Leute, ich war in Köln und habe sie mir abschneiden lassen. Ich wollte dazu eigentlich ein Video drehen. Ich dachte, weil ich sie auch eigentlich schon kurz machen wollte, dass ich ein Video drehe, ich kopiere Kellys Frisur. Aber dann hatte die Friseurin, Friseurin. Oh my God, who the hell cares? Nicht so lange Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ab, scheiß drauf, die Klicks. Schade, aber kann man nichts machen. Ja, jetzt habe ich kurze Haare. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Beauty and Lifestyle Channel. Also, meine Zähne waren ja wirklich in Ordnung, bevor ich die Spange benutzt habe. Die waren halt nicht perfekt gerade, aber wenn ich das jetzt sehe, ist schon irgendwie krass. Wir fangen mit den inneren Werten an, und zwar mit den Zähnen. Wir springen ganz kurz in eine ganz kleine... Okay, gut, dass ich schon angefangen habe, über meine Zähne zu sprechen, denn das ist auch das erste Thema im Video. Mein Retter! Sunshine Smile. Die ganzen Spangen habe ich benutzt und irgendwie aufbewahrt. Ich konnte sie nicht wegschmeißen. Für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, Sunshine Smile bietet einen Service an für unsichtbare Zahnspangen. Yay! Bei Sunshine Smile bekommt man alle Spangen direkt zugeschickt, nachdem man den Abdruck gemacht hat und muss sie dann alle 2 Wochen wechseln. Meine Behandlung habe ich schon ein paar Wochen beendet. Ich bin jetzt quasi fertig und super happy. Und jetzt habe ich meine erste Spange gefunden. Und wenn ich mir anschaue, wie meine Zähne waren, das ist so ein komisches Gefühl irgendwie. Ich weiß, es ist ein bisschen eklig. Ich habe die aber sauber gemacht. Keine Sorge. Das war halt so, dass dieser Zahn war komplett drin. Die beiden waren viel zu sehr nach außen. Und ja, ich habe einfach jetzt gerade Zähne. Alter Schwede, das ist so komisch. Ich habe mich halt mittlerweile so an meine geraden Zähne gewöhnt, dass wenn ich jetzt auch die Spangen angucke, auch jetzt für den unteren Kiefer, das war halt vorne so schief. Meine vorderen Zähne waren so nach innen gedreht und der linke war noch so ein bisschen über den anderen. Und wenn man sich dann jetzt so, das ist meine letzte zum Beispiel. Du bist heute besonders hässlich. Am Anfang der Behandlung habe ich mir immer die Schienen angeguckt, die ich dann später irgendwann tragen werde und habe dann immer schon gedacht, hä, krass, es ist so gerade, als ob meine Zähne so gerade werden können. Und wenn ich jetzt diese alten Schienen anschaue, die so schief sind, tja, Sunshine Smile. Ich glaube, das ist auch gerade so das beste Werbevideo aller Zeiten. Echte Emotionen. Und weil Glück sich verdoppelt, wenn man es teilt, habe ich jetzt sogar was für euch. 20% auf das Abdruckset. Das Abdruckset wird euch nach Hause geschickt und dann müsst ihr da so 2 Sachen zusammenkneten, draufbeißen und dann habt ihr halt einen Abdruck von euren Zähnen. Und der ist dafür da, um erstmal zu schauen, ist man für die Behandlung geeignet oder also kann man das lösen mit den Schienen. Und dann hat man auch gleich einen Abdruck und darauf werden dann diese Schienen gemacht. Mit einem 3D-Drucker. Die Zukunft. Die Zukunft! Natürlich spielt Geld hier eine Rolle und zwar kostet die ganze Prozedur 1.899 Euro, aber ihr bekommt mit meinem Rabattcode Malwanne 100 Euro geschenkt. Und wenn ihr das Geld nicht gerade so unter der Couch liegen habt, dann könnt ihr auch eine Ratenzahlung machen bis zu 48 Monaten. Und zum Thema Zähne bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer mega hammer super geil. So motherfucking goddamn true. Machen wir jetzt aber mal weiter mit der Hautpflege. ASMR mit Vanessa. Okay. Warum sehe ich die ganze Zeit aus wie Dora? Mann, ich kann irgendwie kurze Haare noch nicht so gut stylen. Hi, ich bin 12. Was soll ich zu diesem Gerät sagen? Es ist absolut sinnvoll, sich sowas zu holen. Das ist gut für alle toten Hautschüppchen. So genießt man's Leben. Es sollte vorsichtig angewendet werden, also nicht zu doll reiben. Davon habe ich immer echt Rötungen bekommen. Und ja, sonst ist es aber Hammer.
Ihr findet natürlich alle Produkte unten verlinkt. Das nächste auf unserer Liste, Dr. Dennis Groß. Oh mein Gott. Nach 6 Monaten entdecke ich erst, dass man es hier aufmachen kann. Das hätte so cool ausgesehen. Wie ihr seht, ist es nach 6 Monaten noch nicht verbraucht. Das liegt aber nicht daran, dass es nicht wirkt, sondern dass ich so sparsam damit bin. Das sind so Anti-Aging-Peel-Tücher fürs Gesicht, die wirklich sehr gut funktionieren. Ich weiß nicht, was sie so mit der Haut machen, aber sie fühlt sich danach richtig rein an. Und ich habe schon das Gefühl, so einen Anti-Aging-Effekt zu merken. Die Dinger kosten halt 80 Euro und deswegen habe ich es halt nicht so oft angewendet, wie man es vielleicht anwenden sollte. Das ist das polnische Herz. Und der größte Minuspunkt ist natürlich Umweltfreundlichkeit. Ist hier auf jeden Fall nicht gegeben. Das ist ja, pro Anwendung sind es 1-2 Tücher und halt die Verpackung. Finde ich nicht so stark. Bleiben wir bei Dr. Dennis. Die Maske. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so alt bin, dass mir meine kleinen, super mini kleinen Fältchen nichts ausmachen. Aber ich war von der Anwendung jetzt nicht so begeistert. Und ja, wenn man irgendwie noch nicht so ein Problem mit seinen Augenpartien hat, dann werde ich mich da auch nicht jeden Abend hinsetzen und das machen. Hoffentlich bekomme ich niemals Falten. Wäre blöd, seine Zeit damit zu verschwenden. Auch wenn sie sehr futuristisch ist. Ich denke mal, nice to have. Irgendwann wird es bei mir nämlich anfangen. Dann sage ich so, oh mein Gott, mein Gesicht, das ist so faltig. Und dann mache ich den hier und dann hoffe ich, dass es nach einer Sekunde wieder weg ist. 238 hat die gekostet. No thanks. Vielleicht gebe ich sie meiner Schwester. Sie ist schon ein bisschen älter. Jetzt sind wir komplett bei der Dekadenz angekommen, denn wir sind beim Ferrero UFO. Oh ja, jetzt kommt etwas ganz, ganz Neues. Jetzt kommt etwas ganz, ganz Neues. Das ist ein Vibrationswärme Teil für Gesichtsmasken. Und ich habe das eine lange Zeit nicht benutzt, weil ich knauserig bin und keine Gesichtsmasken dafür kaufen wollte. Eine Packung kostet 20 Euro und hat 7 Behandlungen. Leider muss ich aber sagen, das ist die beste Gesichtsbehandlung, die ich jemals gemacht habe. Call It A Night ist auf jeden Fall mein Favorit. Und immer wenn ich diese Maske benutze, habe ich am nächsten Tag wirklich die beste Haut. Sie strahlt, sie ist voll, sie ja, sieht einfach gut aus. Es gibt verschiedene Arten. Glow Addict, dann leuchtet man. Call It A Night, wie gesagt, das benutzt man abends zur Beruhigung. Dann gibt's noch Hydration. Wasser braucht man. Und Anti-Pollution. Ah, ich glaube so gegen Rötungen und so. Oh, das kommt, Leute. Lasst uns einfach mal gerade eine Maske benutzen. Make my day. Anmachen. Jetzt muss man so den Barcode da fotografieren. Macht man hier so der Ring drauf. Blub. So, start. Verteilen Sie mit leichten, kreisenden Bewegungen die Maskenessenz gleichmäßig auf Gesicht und Hals. Ich glaube, es kommt aus Südkorea. Entspannen Sie sich, während das grüne LED-Licht Ihnen einen helleren, gleichmäßigeren Hautton schenkt, der den ganzen Tag lang anhält. Einen helleren Hautton? Das kommt aus Korea, Leute. Sieht sich immer gut an. Ich bin echt ein Fan davon. Glow. Und da ist echt immer sehr viel Dreck vor meinem Gesicht drauf. Also wenn ihr einfach mal so 280 Euro rumliegen habt, dann könnt ihr euch dieses Ding holen. Storytime fürs nächste Produkt. Eine 140 Euro Creme. 140 Euro, weil da kriegt man noch Kopfschmerzen. Ich war in Köln und auf dem Rückflug wurde mir meine La Mer Creme abgenommen, weil mein durchsichtiger Beutel, in der diese La Mer Creme drin war, und übrigens noch andere Sachen. Der Beutel war ein bisschen zu groß. Und sie sagte, ja, es darf ja nur für 1 Liter sein. Und es war ein Literbeutel. Er war aber flach und länger als normale Literbeutel. Aber das Volumen verändert sich ja nicht, wenn... Das war die Geschichte zu meiner La Mer Creme. Hat mir nicht gefallen. Unser 80 Euro La Mer Kandidat zum Gesicht reinigen kann gerne von euch jemand haben, weil davon kriege ich einfach Pickel. Und ich muss auch sagen, die La Mer Creme habe ich auch ein paar Wochen benutzt und die hat mir auch nicht gefallen. Also so gar nicht. Also auch nicht so, 150 Euro Creme, mein Gesicht sieht so gut aus. Dafür habe ich aber eine ganz klare Empfehlung. Die Enzymion Creme von Lush. Riecht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sie ist der Hammer. Ich finde, keine Creme macht es so fresh, das Gesicht, und moisturized ist, und es ist sogar
toll mit der Verpackung, dass man sie wieder abgeben kann. Und ja, mit 19 Euro auch ein bisschen teuer, aber immerhin keine 140. Die nächsten Produkte waren das Wimpernserum und Augenbrauenserum. Und ich muss euch sagen, ich weiß nicht mal gerade, wo es liegt. Ich habe es ein paar Wochen benutzt, aber ich habe einfach nicht daran geglaubt. Und wenn man an ein Produkt nicht glaubt, dann funktioniert es auch nicht. Meine Wimpern, ja. Ich habe mir noch überlegt, ob ich meine Wimpern für dieses Video auffüllen lasse. Dann dachte ich aber, das geht ja voll gegen das Prinzip des Videos, weil ich wollte ja die innere Schönheit strahlen lassen. Und so aufgeklebte Wimpern haben jetzt nicht viel mit innerer Schönheit zu tun. Ich benutze eigentlich zurzeit nur die Wimpern von Hatti, um quasi diese voluminösen, tollen Wimpern zu haben. Ganz viele von euch haben mich auch in letzter Zeit gefragt, woher meine Wimpern sind, weil ich sie jetzt öfter mal getragen habe. Die sind von Love in Kooperation mit Hatice Schmidt. Hi Leute, die Mutti ist back on track mit dem hottesten Shit ever. Es gibt einmal Istanbul und Berlin und das sind die Berlin. Und ich habe Berlin genommen, weil die ein bisschen weniger krass ausgesehen haben und ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Und dann habe ich sie aufgemacht und sie sind einfach, also lay me am Arsch. Die sind riesig. Hier mag ich die Verpackung voll gerne. Man hat das Gefühl, sie so ordentlich zuzumachen und in sein Make-up reinzupacken. Und bei den anderen ist es immer eher so ein... Ne? Und dieses Conditioner, was ich da für 100 Euro gekauft habe... Es war so eine Geldverschwendung. Dieses Produkt hat überhaupt nichts Gutes für meine Haare getan. Die haben sich so trocken und blöd danach immer angefühlt, dass ich das auch einfach dann beim Umzug tatsächlich in Müll geschmissen habe. Auch wenn es wehgetan hat. Aber wenn etwas nicht gut für euch ist, leave it. Marie Kondo. Does it spark joy? No, throw it away. Das ist mein Mülleimer. Und jetzt kommt noch eine extra Portion Tipps. Auch wenn ihr sie nicht hören wollt. Für die Augen benutze ich zurzeit Clinique und das ist so ein Moisturizer for the eye. Das ist halt, damit die Augen irgendwie schön feucht und strahlend sind und so. Finde ich gut. Und von Clinique habe ich mir auch eine Gesichtsreinigungsseife geholt und die ist viel besser als die von La Mer. Also, ja, mehr empfehlen. Wert. Diese Creme hilft mir super gegen Rötungen. Also wenn ich eine Zeit lang sehr rote Haut habe, dann nehme ich die Ducray Keluals DS. Ja, Irritated Skins with Redness and Scales Face. Hat mir richtig gut geholfen. Ohne Witz jetzt. Und ich muss sagen, die riecht ein bisschen nach Essig, was Sinn machen würde, weil Wasser ist ziemlich kalkig und Essig hilft gegen Kalk. Make-up, hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage, aber MAC, Face and Body Foundation. Absolut wenig deckend, aber gibt dieser Haut auch so einen strahlenden Feuchtigkeitseffekt. Ich mag es einfach nicht, wenn man so matt ist. Ich finde eine glänzende Haut, auch wenn sie ein bisschen ölig ist, finde ich immer schöner als dieses perfekt abmattierte Gesicht, weil das ja vielleicht auch ein bisschen natürlicher ist, aber ich finde es, Ariana Grande, auch wenn sie jetzt von Tomaten angeschwollenen Hals bekommen hat, die hat immer so ein shiny Face und ist doch egal, ob es ölig ist oder Dings, also ja. Und jetzt kommt das letzte Produkt fürs Gesicht mit Esser-Ausdrücker. Das habe ich mir mal bei Amazon bestellt. Das sind so Schlaufen, die man über Mitesser legt und dann runterzieht und das drückt quasi den Mitesser aus, ohne dass man mit seinen Bakterienhänden da die ganze Zeit so rumfummelt. Das muss man natürlich auch desinfizieren oder sauber machen, ne, wie ihr das auch machen wollt. Aber ist wirklich sehr gut. Und man hat auch nicht dieses zerquetschte Gesicht am Ende. Es ist einfach reiner und funktioniert, glaube ich, besser als... Und last but not least... Meine Haare. Ihr habt die Reise mit meinen Haaren jetzt mitbekommen. Ich habe sie zweimal entfärbt und dann habe ich sie einmal rot färben lassen, was eigentlich Strawberry Blond werden sollte, aber dann am Ende doch rot war. Jetzt sind sie so Strawberry Blond oder dunkel. Also jetzt habe ich einfach blonde, rötliche Strähnen. Und es gab so zwei Gründe, warum ich sie jetzt kurz machen ließ. Einmal, meine Haare waren komplett kaputt von dem ganzen Blondieren und Entfärben und Färben und sowas. Ich mag aber tatsächlich auch kurze Haare bei mir lieber. Also jetzt... So ungeschminkt und so finde ich keine Frisur bei mir toll. Wenn ich es zurecht mache und so, dann mag ich eigentlich kurze Haare lieber, weil sie sich auch halt immer gesünder anfühlen als diese langen Dinger, die so unten noch rumhängen und versuchen cute auszusehen. Und wegen dem Blondieren benutze ich Olaplex Nummer 6 Bond Smoother. Das habe ich mir beim Friseur aufquatschen lassen, aber es macht die Haare sehr
griffig. Sie riechen sehr gut davon. Ja, und ich habe einfach das Gefühl, dass es eine gute Pflege ist. Nur da ist es halt so, dass wenn man mit Olaplex pflegen möchte, dann muss es auch mit Olaplex aufgehellt worden sein. Das weiß ich nicht. Ich glaube, meine Haare wurden nicht mit Olaplex aufgehellt. Meine wurden, glaube ich, einfach so. Aber trotzdem macht es schön glänzend. That's it. Irgendwas muss ich auf jeden Fall gerade richtig machen, denn meine Haut gefällt mir extrem gut. Ich fühle mich total wohl in meiner Haut. Liegt auch echt an den Zähnen, an meinem Bewusstsein für meinen Körper. Ich fühle mich wohl in meinem Gewicht. Mich stören Dellen und Zellulite und alles stört mich zurzeit nicht. Ist, glaube ich, auch vielleicht Frühling. Würde ich alles nochmal genauso machen? Ja, ich bin sehr happy mit allem. Dieses Experiment hat tatsächlich mein komplettes Verhältnis zu Beauty-Produkten geändert. Dadurch bin ich jetzt so auf diese Maske gekommen, auf Gesichtsbürsten, auf Pflegeprodukte für die Haare, Hautpflegeprodukte, Augen, Dings. Also ich habe so ein bisschen, ich bin wie so ein Nichtschwimmer in dieses Becken reingeschwommen von Beautyprodukten und habe echt schwimmen gelernt und merke jetzt so, wenn man ein bisschen was für sein Äußeres tut, dann fühlt man sich richtig wohl. Ist natürlich keine Anleitung für euch, dass ihr jetzt unbedingt Geld ausgeben müsst für irgendwelche Produkte, nur damit ihr euch besser in eurer Haut fühlt. Aber das ist halt Thema des Videos und deswegen kann ich das jetzt auch so sagen. Ich fühle mich besser mit Konsum in mein Gesicht. Okay, Leute, das war's jetzt auch. Danke, Sunshine Smile, für die Kooperation. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und an euch alle da draußen. Peace out, A-Town. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom.